haben Sie denn im Wald geschossen? Auf Dosen und Bäume und sowas. Florian, weißt du noch, wo der Malte mich mal gezwungen hat, auf einen Vogel zu schießen? Das musst du dir doch noch wissen. Nee. Florian, was erzählst du hier für einen Quatsch? Da musst du dich noch dran erinnern. Ja, okay, aber ich meine, das war doch nur Spaß. Das ist doch was anderes, auf Spaß. Tiere, oder zum Beispiel Vögel und Dosen zu schießen, als auf Menschen. Entschuldigung, heißt das jetzt, Sie haben auf Vögel geschossen, ja? Und das ist für Sie auch nur ein Spaß? Das ist überhaupt nicht zur Sprache gekommen, auch nicht in den Verfahren, die bereits abgeschlossen worden sind gegen Sie. Dann gibt es jetzt neue Verfahren. Ein Tier aus Spaß zu töten, ein Tier, ein Wirbeltier zu töten ohne vernünftigen Grund, ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Das ist eine Tierquälerei. Da muss man doch irgendwo ein Gefühl für haben, oder nicht? Herr Busch, ich würde einfach mal gerne eine direkte Frage an Sie stellen und nicht so nebulös in die Tierquälerei. Und zwar, mich würde interessieren, ganz direkt, trauen Sie die Tat eher meinem Mandanten oder Herrn Hillemann zu? Was ist das denn jetzt für eine Frage? Das ist ja wohl an Nebulosität überhaupt nicht zu überbieten. Nein. Den Zeugen hier zur Spekulation. Meine Herren, können Sie bitte kommen? Meine Herren, werden Sie konkret. Ich erkläre es gerne dem Herrn Staatsanwalt. Weder der Herr Staatsanwalt noch das Gericht noch ich kennen die Clique. Insbesondere haben wir kein Bild, kein vollständiges Bild von der Clique. Und ich glaube, dass der Herr Busch hier ein Bild, ein Fragment des Bildes mit dazu beitragen kann. Das denke ich auch und vielen Dank für die Bemühungen. Beantworten Sie schlichtweg mal die Frage des Verteidigers. Ist jedenfalls zulässig. Also, ich glaube nicht, dass das unbedingt jemand von uns gewesen sein muss. Vielleicht war es ja auch irgendwer Fremdes. Ja. Ich meine, das muss doch nicht irgendwer von uns gewesen sein. Vielleicht ist da irgendwer anderes auf die Idee gekommen. Timo war es. Es war Timo. Florian, spinnst du jetzt? Die Mutproben von Malte wurden immer krasser. Das muss dir doch auch aufgefallen. Die gingen am Ende auch auf den Sack. Ja, auch keinen Bock mehr ja, aber so schlimm war es dann auch wieder nicht. Ich meine, man muss auch manchmal Sachen machen, die einem nicht so gefallen. Das gehört auch mal zu einer Mutprobe dazu, oder nicht? Ja, du spinnst doch, Florian. Du warst für Malte immer der letzte Dreck. Das war noch nie dein Was? Freund. Der hat dich immer nur benutzt, um an das Geld stimmt und an doch Bier gar zu kommen. Nicht. Natürlich. Das stimmt überhaupt nicht. Malte und ich waren so, und zwar immer. Trotzdem hat er sie mehr oder weniger freiwillig, unfreiwillig zu solchen widerlichen Mutproben gezwungen. Anders habe ich das jedenfalls jetzt nicht verstanden. Wie kann man sich dazu zwingen lassen? Ja, ich fand das manchmal auch nicht so toll, aber ich meine, ich wollte auch keinen Ärger. Mit wem hätten Sie Ärger bekommen, wenn Sie sich geweigert hätten? Ja, was heißt Ärger? Ich meine, Malte wäre halt bestimmt auf jeden Fall sauer gewesen, wenn ich bei den Mutproben nicht mitgemacht hätte und... Ich sag mal, keiner legt sich gerne mit Malte an. Das klingt ja so ein bisschen, als wäre Malte Hillemann Ihr Chef. Wie lange sind Sie denn eigentlich in dieser Clique? Ja, so circa 2 Jahre. Ja, circa. Das heißt, Sie kennen Herrn Hillemann schon länger. Was ist denn das für ein Typ? Ja, der ist eigentlich ziemlich krass drauf. Ich meine, der weiß, wo es lang geht und ja... Der weiß es halt, ne? Aber warum wollen Sie das wissen? Also Herr Busch, ich bin eigentlich nicht da, um Ihre Fragen zu beantworten, aber ich will es gerne in dem Fall eine kleine Ausnahme machen, soweit das Gericht das mich lässt natürlich. Ich bin nämlich in der Überzeugung, dass Malte Hillemann den Überfall auf die Tankstelle selbst gemacht hat. Nein, nachdem nein, er versucht hat, lassen Sie mich aussprechen, nachdem er versucht hat, meinen Mandanten dazu anzustiften und er hat es abgelehnt, er hat es nicht gemacht. Nein, der Malte muss sich doch nicht selber beweisen. Wie Malte sollte der sowas machen? Er hat vielleicht Timo angestiftet, das kann sein, aber Malte war es nicht. Frau Schäfer, warum denn so plötzlich so nachsichtig mit dem Malte Hillemann? 2 Monate vor dem Überfall haben Sie ihn noch angezeigt wegen Vandalismus. Er hat nämlich Ihre Tankstelle mit einem Graffiti-Biss sehen, ja? Und zu einem wunderbaren, dickes Wurzelschwein hat er an die Wand gesprüht. Und dieser Überfall könnte eine absolute Racheaktion sein. Warum? Weil Sie ihn angezeigt haben. Und ganz ehrlich, ich verstehe es einfach nicht, warum Sie sich so auf meinen Mandanten versteifen. Passt Ihnen nicht, ne? Passt Ihnen nicht. Nein, weil das er nicht war. Er war es halt einfach nicht. Wir wissen es nicht, es war Ihr Eindruck. Florian, haben Sie irgendetwas davon mitbekommen, dass Malte Hillemann den Angeklagten dazu versucht hat, anzustiften und zu überreden, die Tankstelle von Frau Schäfer zu überfallen? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Bist du jetzt völlig durch den Wind? Du standst direkt daneben, du musst das gehört haben. Ja, kann sein. Ich meine, ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. Wird schlimm enden, wenn Sie jetzt schon solche Gedächtnisstörungen haben in Ihrem Alter. Ja. Noch Fragen an den Zeugen Busch? Nein. Dann möchte ich mit diesem Malte Hillemann fortsetzen. Malte Hillemann, bitte, Herr Busch, Sie nehmen an der Seite Platz. Florian bleibt unvereidigt. Herr Hillemann, bitte nehmen Sie Platz. Herr Hillemann, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Malte, Ihr Nachname ist Hillemann, Sie sind 19, wohnen in Teupitz. Was sind Sie vom Beruf? Suche eine Ausbildungsstelle. Aha, welcher Richtung?
Im kreativen Bereich. Kreativ ist immer gut. Verwandt oder verschwägert? Mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Malte, der Timo ist ja angeklagt, am 2. April 2011 die Tankstelle von der Frau Schäfer überfallen zu haben und Frau Schäfer mit der Pistole seines Vaters dabei auch noch versehentlich jedenfalls verletzt zu haben. Was wissen Sie denn drüber? Ja, so einiges. Frau Schäfer, wenn ich das gewusst hätte, was dieser Junge im Kopf hat, hätte ich dem Paar auf die Fresse gegeben. Aber man kann den Leuten ja nicht vor den Kopf gucken, ne? Jung und weise. Wussten Sie wirklich nicht, dass der Angeklagte vorhatte, die Tankstelle von der Frau Schäfer zu überfallen? Das hat er sogar selber eingeräumt, dass es vorhatte. Der Timo, seitdem er da ist, der versucht sich andauernd unter Beweis zu stellen. Denkt, er wäre ein ganz harter, weil er aus einer Großstadt kommt. Kann jemanden echt ganz schön auf die Nerven gehen. Oh, Herr Hillermann, wer soll Ihnen denn diese Unschuldsmiene abkaufen? Wirklich, Sie haben noch einen kleinen Bonus, weil Sie einen tollen Vornamen tragen, aber das ist dann auch schon alles, was toll an Ihnen ist. Denn Sie versuchen doch nur, meinem Mandanten diese Tat in die Schuhe zu schieben. Und weil er sie nicht gemacht hat, Sie haben ihn angestiftet, haben Sie es selbst durchgezogen. Seien Sie doch mal ein Mann, seien Sie mal ein extra Malte. Was soll das denn jetzt? Hat der Ihnen das etwa erzählt? Also naheliegend. Der erzählt nämlich viel, wenn er tagelang ist. Ey, komm mal wieder klar, du hast mir gesagt, ich soll zu der Alten reingehen und mit Schnaps und Zigaretten wieder rauskommen. Und die Brille soll ich auch noch mitbringen. Ich soll das gesagt haben? Ja. Hast du Zeugen dafür? Nee, jetzt macht ja keiner sein Maul auf, weil alle Schiss vor dir haben. Hör mal, du sollst lieber ruhig sein, wenn du keine Zeugen dafür hast. Oh. Aber wir sehen uns ja bald wieder. Dann können wir ja mal in Ruhe bequatschen. Oh, Hellemann, ich hab mir das schon geahnt, dass sowas kommt. Soll das jetzt eine Drohung sein gegen meinen Mandanten? Nein, natürlich nicht. Hier im Gerichtssaal. Mit falscher Verdächtigung, so wie Sie eben, Herr Verteidiger? Das ist eine Drohung gerade eben gewesen, aber eine ganz klare. Das weiß ich. Und wenn Sie etwas weniger reden würden, könnte ich das auch schon längst sanktioniert haben. So geht's nicht. Ja, muss ich ja nicht jeden Blödsinn hier gefallen. Der Timo und auch der Florian haben ausgesagt, dass sie häufiger sehr geschmacklose Dinge veranstalten. Sie nennen das dann Mutproben. Stimmt das? Ja, es kann schon sein. Aber ich zwinge ja keinen zu irgendwas. Ich sehe das so. Jeder muss selber entscheiden, was er macht und was nicht. Mensch, Timo. Mit welchen Leuten gibst du dich da ab? Wo bist du da bloß reingeraten? Ach nee, Frau Nachreiner, jetzt kommt die Einsicht. Bisschen spät. Hätten Sie sich das vorher überlegt, dann würden wir hier nicht sitzen. Schäfer, und schon gar nicht so, wie ich hier sitze. Jetzt mal zurück zu den Fakten. Vor zwei Monaten, nee, Entschuldigung, zwei Monate vor dem Überfall, das habe ich mir aufgeschrieben, sind Sie von der Frau Schäfer wegen Sachbeschädigung angezeigt worden. Und deswegen haben Sie Sozialstunden in einem Altersheim ableisten müssen, richtig? Ja und? Ich habe ein bisschen übertrieben. An dem Tag hatte ich ein bisschen getrunken und jemand aus der Gruppe meinte, ich würde mich nicht trauen, fettes Wurzelschwein an die Tankstelle zu schreiben. Ich hab's gemacht, ich wurde erwischt, ich hab meine Sozialstunden dafür abgerissen und ich hab mich auch bei Frau Schäfer entschuldigt und damit hat sich die Sache. Aber ich stehe zu meinem Wort im Gegensatz zu dem Milchbubi da neben Ihnen. Ich wünsche, dass es so wäre, Herr Hillermann, aber ich glaube, dass es nicht so ist. Es ist doch schon sehr eigenartig, dass genau an dem Tag, wo Sie erfahren haben, dass Sie Arbeitsstunden ableisten müssen, Frau Schäfer überfallen wurde, oder? So ein Quatsch, warum sollte ich das denn machen? Was hat sich denn für einen Grund? Ha, ganz einfach. Sie haben Schulden, Herr Hillermann. Vielleicht ist es bei Ihnen noch nicht angekommen. Ja, ich habe Schulden. Sie haben über 1000 Euro Schulden, habe ich recherchiert, aus diversen Handelverträgen. Und im Gegensatz zu Ihnen hat mein Mann dann keine Geldsorgen. Ja, ich habe Schulden. Erstens geht Sie das gar nichts an. Und zweitens habe ich ein Alibi im Gegensatz zu dem Bubi da drüben. Noch Fragen an den Malte Hillermann derzeit? Da möchte ich mit dem Alibi von Ihnen fortsetzen. Nadine Gumbert, bitte Ihre Freundin. Sie nehmen bitte den Platz, bleibt mal unbeeiligt. Frau Gumbert, bitte nehmen Sie Platz. Frau Gumbert, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Nadine, Ihr Nachname ist Gumbert, Sie sind 16 und wohnen in Teupitz. Gehen Sie noch zur Schule oder haben Sie schon? Ja, ich mache dieses Jahr meinen Realschulabschluss. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Nadine, Sie werden ja wissen, worum es heute geht. Eine Position ist hier absolut unstreitig, dass nämlich Timo seinem Vater die Pistole und 500 Schuss Munition gestohlen hat. So. Aber es geht da letztendlich um den Überfall hier, der ist unstreitig, am 2. April 2011 gegen 19 Uhr. Und Sie sind jetzt, die Verteidigung meint vor allen Dingen, dass es Ihr Freund Malte gewesen sein könnte. Und Sie sind die Freundin von ihm und haben ihm ein Alibi gegeben, dass Sie um diese Zeit, 19 Uhr, um die geht es ja, mit ihm zusammen gewesen seien. Bleiben Sie dabei? Ja, das stimmt. Wie lange sind Sie denn schon mit Malte Hillermann zusammen? Etwa ein Jahr, vielleicht auch was länger.
Vergumpert. Wir haben alle Verständnis dafür, dass man dem Freund helfen will. Ich möchte es aber gerne noch mal machen. Sie sind belehrt worden von der Frau Vorsitzenden auf die falsche uneidliche Aussage, Mindeststrafe 3 Monate. Wenn ich es anrege und das Gericht Sie vereidigt, könnte es bei einer falschen Aussage ein Meineid sein, Mindeststrafe nicht unter 1 Jahr. Bitte beachten Sie das. Sie sind über 16 Jahre, Sie können vereidigt werden. Ja, aber Sie können, nochmal ganz aber, direkt. Momentchen, aber Sie können nicht wie ein Erwachsener bestraft werden, Herr Rechtsanwalt Hösch. Schön, dass Sie es nochmal ergänzen. Diese Strafen, die Sie es gesagt haben, betreffen Erwachsene. Trotzdem haben sie gewisse Auswirkungen auf Jugendliche. Ja, er will damit sagen, dass das natürlich ein Meineid deutlich schwerer wiegt. Ich habe Sie unterbrochen. Ich frage Sie ganz direkt, Frau Gumpert, waren Sie zur Tatzeit mit Herrn Hillermann zusammen? Nadine, was denn los? Sag doch, was Sache ist, dann können wir ganz schnell von hier wieder abhauen. Herr Hillermann, Sie halten den Mund oder Sie warten draußen, verdammt nochmal. Wir unterhalten uns jetzt mit Ihrer Freundin ungestört. Nadine, waren Sie zur Tatzeit mit Malte Hillermann zusammen, ja oder nein?